Wir alle sind jetzt schon gute, heute Morgen schon Stretching gemacht, eine Stunde, schon über eine Stunde am Techniktraining. Und jetzt merkt man so langsam, dass alle irgendwo mehr oder weniger erschöpft sind. Es sind ein paar dabei, die können schon ganz gut. Die haben noch keinen Erschöpfungsgrad, aber es sind viele dabei, die jetzt schon einen Erschöpfungsgrad haben. Und zwar keinen körperlichen, sondern eher einen geistigen, weil ihr ganz viel Input bekommen habt. Und jetzt laufen die Gehirnhälften schon ein bisschen asynchron. Das heißt, die Konzentrationsfähigkeit fehlt schon. Wir machen jetzt Folgendes, wir synchronisieren die rechte und die linke Gehirnhälfte, damit die gut miteinander kommunizieren. Und das geht ganz einfach. Und zwar nehmt ihr mal bitte die rechte Hand und legt die rechte Hand auf den Bauch. Und jetzt macht ihr mit der rechten Hand schöne, große Kreisbewegungen. Und da das viel zu einfach ist, nehmen wir die andere Hand auf den Kopf und schlagen nicht drauf, nein, das hilft nicht. Sondern wir gehen oben hoch und runter und unten machen wir nur Kreise ganz munter wie der Gunther. Oben hoch und runter, unten Kreise, oben Aufzug hoch und runter. Sehr schön, ja. Gut gemacht, sehr schön. Das ist jetzt zum Einsteigen, das ist noch die relativ einfache Übung. So, dann machen wir noch ein paar Stück. Schön, unten kreisen, oben hoch und runter, wieder Gunther. So, wir drehen um. Die linke Hand macht jetzt schöne große Kreisbewegungen, die rechte geht nach oben. Ihr dreht unten weiter und oben geht ihr hoch und runter. Unten macht ihr Kreise und oben geht ihr hoch und runter. Sind schon ein paar, die lächeln und sagen, ich kann's, die guten Übungen kommen gleich. Sehr schön, unten schön Kreis bewegen. Okay, gut. Rechter Arm seitlich am Körper anlegen und jetzt kommt eine sogenannte Watsch- oder Klatschbewegung. Was ihr euch dabei vorstellt, ist mir egal. Ihr sollt es nur richtig machen. Und auf der anderen Seite drehen wir die Handinnenfläche nach oben. Die rechte Seite macht schön weiter die waagerechte Bewegung. Jetzt Achtung, jetzt kommt die linke Seite dazu. Und die linke Seite, die macht Kreisbewegungen. Jetzt wird es spannend. So, die linke Seite macht Kreis. Ja, das sind zwei Kreise, macht aber nichts. Schön, eine Seite macht die waagerechte Bewegung, die andere macht die Kreisbewegung. Wenn das alles ein bisschen durcheinander ist, an was liegt das dann? Weil die zwei Gehirnhälften im Moment noch nicht synchron laufen, das kommt erst. Eine Seite schöne Kreisbewegungen, die andere macht die waagerechte. Und weil das jetzt schon funktioniert, nehmen wir jetzt die linke Seite und machen mit der linken Hand diese waagerechte Klatschbewegung. Und auf der anderen Seite nehmen wir die rechte Hand dazu und die rechte Hand macht jetzt die Kreisbewegung nach oben. Ja, fast, klappt schon. Wird besser, das ist eine Übungssache. Auch das, genauso wie die Kräftigungsübungen, muss man erstmal üben. So, gut, das war nicht schlecht. Jetzt machen wir was ganz Einfaches. Fingertipsen. Und zwar tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Immer die Finger antippen. Was machen wir da noch dabei? Was passiert jetzt im Moment gerade? Ihr seid jetzt achtsam. Jetzt kann euer Gehirn nichts anderes machen, wie nur an das denken, was ihr gerade tut. Auch das ist eine Achtsamkeitsübung. Sehr gut. Cracks können es auf der rechten Seite nach vorne, auf der anderen Seite nach hinten. Ich kann es nicht. Das kriege ich noch nicht hin. Es reicht auch erstmal, wenn er das macht. Okay? Selbst das hier. Wenn ihr einen Beruf habt und ihr könnt nicht aufstehen, könnt so machen, dass denken die Mitarbeiter, ihr habt einen Dachschaden, dann kann man natürlich auch unterm Tisch selbst Däumchen drehen, funktioniert. Däumchen drehen nach vorne und nach hinten. Nach vorne, nach hinten. Wenn jemand tatsächlich Däumchen trägt, was macht er dann in dem Moment? Er lenkt sich ab. So, und das schafft natürlich einen kurzen Freiraum fürs Gehirn, sich zu regenerieren. Das sind die ganz einfachen Übungen. Genau, auch das geht. So, jetzt wird's spannend. Genau zugucken. Ich klatsche auf die Oberschenkel, braucht nicht mitmachen, ihr dürft gleich mitmachen. Ich klatsche auf die Oberschenkel und sage dann rechts oder links. Wenn ich sage rechts, dann geht die rechte Hand zur Nase und die linke, aber es muss passen. Ans untere Ohrläppchen, nicht so am Kopf so, sondern Achtung, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wo ist die Nase, wo ist das Ohr? Immer ans eigene Ohr, sehr schön, und links, rechts, links, rechts. Und den Kopf in der Mitte lassen, nicht den Kopf drehen.
Und links, rechts, links, rechts. Noch 5, 4, 3, 2, 1. So, das war jetzt alles Kindergarten. Jetzt wird es interessant. Du zählst heute nicht, du darfst mitmachen, du zählst nicht, weil er kennt das alles schon. Da gehört auch eine kleine Geschichte zu, das ist der Hase. Und der Hase hat sein ganzes Leben lang ein Feindbild. Und wer ist das? Der Jäger. Der Jäger, der ihn immer erschießen möchte. Und dann sagt irgendwann mal, dann sagt irgendwann mal, der kleine süße Hase, weißt du was, lieber Jäger? Du kannst mich mal, pam, wir drehen den Spieß mal um. Daumen. Yes. Ich mache den Knoten heraus. Fast. Guck mal. So. Zack. Daumen hoch. Zack. Zack. Wer sich jetzt schon sicher fühlt, der kriegt gleich noch die Überraschung dazu. So. Schön langsam. Wir können jetzt erstmal langsam. Zadadada. Pam. 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 Das ist gar nicht schlecht, was ihr macht. Manchmal fehlt noch ein Finger. Zack. Zack. Wo schießt denn du hin? Du schießt eine Decke hoch. Du sollst einen Hasen erschießen. So, nochmal. Peng. 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 Wo schießt du eigentlich hin, Stefan? Du schießt die Decke hoch. Hey. Dreh den um. Ah, oben schon Löcher in der Decke. Zack. Zack. Und genau den Hasen erschießen. Genau den Hasen. Zack, zack, zack. Super. Nicht ganz, aber passt schon ganz gut. Muss man üben. Und das ist jetzt für einige schon so, weil ich kann's. Hahaha. Hier ist wieder der Hase. Und der liebe kleine Hase, der hat ein ganz großes Problem. Kennt ihr sein Problem? Ein Hase, wenn er ganz klein ist, was ist er dann? Oh, ist der süß. Aber ein junger, pubertierender Hase möchte nicht immer süß sein. Genau, er möchte auch mal der Teufel sein. Dann ist hier der Hase und hier ist der Teufel. Und auf einmal, schwupps, wupp, ist hier der Teufel und hier ist der Hase. Yes, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Fast, zack, zack. Hasen, Jäger oder Hase, Teufel, wenn ihr gestresst seid, am Rechner sitzt, dann macht einfach mal das ein paar Minuten lang, 4, 5 Minuten. Danach seid ihr wieder völlig entstresst. Warum? Weil man sich dafür konzentrieren muss. Und zwar nur auf das, was man gerade macht. Und das führt dazu, dass die Gehirnhälften sich synchronisieren. Okay? Hase, Teufel. Teufel, Hase und zack, 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 zack. Teufel, Hase. So, erstmal für jetzt Pause. Dankeschön. So habe ich mir das jetzt auch vorgestellt, dass man beieinander bleibt, dass ihr nicht flüchtet irgendwo hin. So würde ich es gerne auch heute Abend machen. Und heute Abend würde ich gerne sehen, beim Training hier, dass ihr die Übung, was man heute gelernt hat, die dürft ihr jetzt trainieren.